Und damit willkommen zurück zu Lego City Undercover. Ich bin gerade hier noch an der Brücke, wo es halt zum Asiaten da geht, wo wir Kung Fu gelernt haben. Nicht Karate oder so, was ich gesagt habe, sondern Kung Fu. Und dann geht's jetzt weiter. Ich muss erstmal noch mal kurz hier Dumbi mal hier. Durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es Chan gelungen, abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still! Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Ja, das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung, was jetzt so alles passiert ist. Und dann, let's go. Ja. Schön, ein schwarzer Bildschirm. Ah, jetzt. Hi Frank, was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Honey! Gar nichts? Ganz recht, Deputy! Jetzt hab ich dich! Huckleberry steckt nur in der Klemme. Du und ich! Frank, ich komm von vorn und du kommst von der Seite. Sprich deine Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich, die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Machen Eichhörnchen wirklich solche Geräusche? Ich bin vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also. Dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase. Ich will die Tiere sehen. Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey, schau mal, Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Er sitzt falsch herum auf dem Pferd. Ja, moin. Okay, dann nehmen wir uns auch mal ein Pferd und wir müssen jetzt zum nächsten Stadtteil. Da, wo der Bauernhof ist, den wir schon öfters gesehen haben. Es hängt im Rückwärtsgang fest. Und es hat keinen Kopf. Und einen ganz komischen Hintern. Du sitzt falsch rum, Frank. Oh. Erklärt aber auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase. Wir sehen uns auf der Farm. Ja, wir sind ja dicht hinter ihm. So schnell kann er uns hier nicht entkommen. Wir sind so schneller als er. Na, Frank? Ist eine Abkürzung? Leider nein. Wir sind schon auf direktem Wege dahin. Ja, da hinten, das ist der Bauernhof und hier haben wir uns noch, so gesehen, gar nicht umgeschaut. Hier bin ich immer vorbeigefahren, aber nie habe ich hier irgendwas gemacht. Ja, weil ich wusste, dass wir eines Tages hier sowieso hinkommen werden. Wie ist Frank jetzt plötzlich da schon? Verstehe ich nicht. Der war doch gerade noch... Na, egal. Oh,
Guten Tag, Sir. Ah, endlich! Du musst meine Schweine finden. Und deshalb bin ich Polizist geworden. Es sind Bergschweine! Unglaublich seltene Sorte! Ich werde noch bekloppt vor Sorge! Ja. Werde? Fürchtet euch nicht! Das ist Chase McCain! Wenn jemand qualifiziert ist, Schweine zu finden, dann er! Danke, Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Ist ja nicht so, dass sie fliegen könnten. Naja, es sind Bergschweine. Die sind überall und nirgends! Ah! Oh, oh! Ich bleib besser hier! Falls sie zurückkommen. Na gut. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Du musst wie ein Farmer aussehen oder sie hauen ab. Ich habe eine Latzhose und einen Hut, die ich nicht mehr brauche. Super, danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten getragen. Oh. Tja, die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann habe ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Nimm einen alten Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Das kriegen wir hin. Haben wir jetzt also eine Aufgabe und ich mag die Musik hier. Ich mag die echt. Und dann let's go. Wir spielen jetzt Farmer Simulator. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Ich möchte mich sowieso hier umschauen. Du brauchst mir nicht alles zeigen, was ich hier machen muss. Ich finde das sowieso früher oder später. Egal. Mal ein bisschen fröhliche Musik, die jetzt ein bisschen, ja, unterdrückt wird. Aber egal. Hier zwischen den Hühnern. Und wo kann sich dann was hier finden lassen? Ach, hier. Ja, da einfach so ein Benzinkanister. Warum nicht? Oder Öl in diesem Fall. Dann werden wir erstmal ein bisschen Feldarbeit machen. Also was ganz anderes. In letzter Zeit eigentlich immer undercover gewesen und so weiter und so fort. Allerdings jetzt so ist das Geschichte. Das ist jetzt die Geschichte. Aber wir wollen wieder zurückkommen in unser zu unserem Job, Rex Fury zu fangen und zu kriegen. Ah, was wie neu. Ja, der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Das wurde mir auch schon gesagt. Ja, brauchst du mir jetzt nicht noch unbedingt zeigen. Na gut. So, sorry Hühner. Gibt's halt Hühnerbraten, ist mir auch recht. Menschenbraten, na, stehe ich ja weniger drauf. Okay, vier solche Felder müssen wir. Ich hab gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie es mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Audioscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke, Ellie. Oh, hier kann man nicht mehr richtig rückwärts fahren. So, Schlüssel her damit. Und dann holen wir uns erstmal eine Latzhose. Mit einem Hut. Das muss jetzt auch sein. So. Zack. Hier. Das Garagentor mal bitte öffnen. Oh, gleich neue Farm. Okay. Und eine neue Verkleidung. Endlich mal wieder. Zuletzt der Astronaut und jetzt der Farmer. Nur noch zwei Verkleidungen fehlen. Nun können wir endlich diese Blumentöpfe begießen. Und auch noch was anderes, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ja, gibt's noch was, da gibt's noch was. Gut. So, hier kann man, da kann man die Schweine holen. Da hat man ein bisschen Farbe. Ich weiß nicht, was wir da für Farbe brauchen. Ich nehme mal einfach mal hier die blaue Farbe mal mit. Vielleicht kann ich die irgendwann noch mal gebrauchen. So, der Farmer. Mmh, riechen gar nicht so schlimm. Ja, mein. Oh, nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. So, wir haben
auch hier eine Kanone, wie zum Beispiel hier, die hier, da. Okay, hier eine Spitzhacke. Wir haben ja überall eine Kanone, außer beim Normal. Und hier ist es ein Huhn, welches Eier schießt. Ja, gut. Ich möchte mal nichts weiter dazu sagen. Wir gießen mal hier die Pflanze und ja, mit etwas Dünger wächst sie auch 100-mal schneller. Dünger haben wir nämlich anscheinend auch immer dabei. Und ja, ein paar Schweine sind hier drin, ne? Aber es sind natürlich noch nicht alle. Sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Oh ja! Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Und so, weitere neue Fähigkeit, das hier. Ey, komm hier hoch. Und Honey, sei mal ein bisschen ruhig hier jetzt. So, wir können jetzt hier fliegen, das geht nämlich mit dem Huhn auch. Muss ich hier wieder hochkommen, geh hoch und dann hier rüber fliegen. Und dann kriegen wir hier nämlich immer so einen Boost. Können auch generell dieses Fliegen immer einsetzen. Aber bei den Ringen kriegen wir, wie gesagt, immer so einen Boost, was auch nicht verkehrt ist. So. Und dann von hier aus hier rüber. Richtig? Richtig. So. Wunderbar. Ich komme hier auch schon so hier rauf. Brauche ich die Pflanze da unten nicht. Das wird uns bei einigen Stellen noch ordentlich weiterhelfen. Aber gut. Schauen wir uns erstmal hier die Umgebung an. Oder beziehungsweise ich jetzt hier mit dem Gamepad. Da habe ich nämlich gleich schon was. Und ja, das ist das einzige Audiosignal. Das ist irgendwo hinten auf dem Turm. Ja, da hinten, wo der Pfeil ist. Da ist so ein Schwein. Ja, moin. So. Dann let's go. Achso. Wir brauchen den Farmer. Hier ganz normal rüber zu fliegen, das funktioniert nicht. Da brauchen wir die Boost-Ringe. Da denke ich mal klar. Und zack. Gibt auch ein paar Stats. Finde ich auch ganz gut. Und dann können wir hier auf ein Schwein reiten. Wir können nur mit dem Farmer auf Schweine reiten. Nicht mit irgendwem anderen. Hier gibt es noch einen blauen Stud, den nehme ich gerne mit. Und dann ab zurück mit dir. Ja, hier gibt es sowieso noch einiges hier zu finden. Wir werden uns das hier ganz in Ruhe alles anschauen. Eins nach dem anderen. Wir haben ja auch erst ein Schwein und da kommen bestimmt noch ein paar. Es ist ja nicht nur eins geflüchtet. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht so laut. Ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, die war ein bisschen zu laut. So, da gibt es nämlich gleich was Nächstes. Aber hier eine, Dings. Also jeden Morgen um 5 Uhr raus? Ja. Schubkarre. Selbst am Wochenende? Eins von drei. Gibt es hier irgendwo noch Schubkarren? Okay, wir sind erstmal woanders gelandet. Ich schaue mich auch erstmal hier auch ein bisschen herum. Hier gibt es zum Beispiel einen Superstein. Ganz raufkomme. Ey. Da kam ich doch gerade eben noch rauf. So. Warum komme ich auf den da, aber auf... Das ist merkwürdig hier. Ein bisschen verbuggt. Da komme ich nicht hin. Ja, toll. Ja, egal. Okay, eine Hundelte. Das war meine. Und sonst ein paar Ziegen. Was Besonderes gibt es hier nicht. Baum, den ich auch mal kurz zerstöre. Gibt es da irgendwas? Nee, natürlich nicht. Alle, ich will springen. Das ist so nervig manchmal. Aber na gut. Dann. Vorne halt noch zwei Schubkarren. Gibt es hier. Ist halt eine Mission hier. Und wenn ich einmal die Farbe habe. Warum nicht? Weiß, wo die aber sind. Ich weiß es gerade nicht. Waren die nicht zerstören? Nee. Na gut.
Gehen wir mal weiter. Hier ist ein Pferd. Auf die Pferde mit einem Sattel kann man draufspringen und die dann halt auch reiten, haben wir ja gesehen. Auf die kann man, glaube ich, auch drauf. Ne, kann man nicht. Okay. Hätte ja sein können. Ich dachte so, dass man auf die trotzdem draufsteigen kann, aber man die nicht kontrollieren kann. So wie zum Beispiel in Minecraft. Ist ja auch ein Unterschied, ob man da mit Sattel auf ein Pferd steigt oder ohne Sattel. Hier ist ein Superstein, auf dem wir auf jeden Fall rankommen. Das sieht sehr interessant aus. Oh Mann. Weil ich einfach so runter, wo ich gar nichts gedrückt habe, außer die Kamerataste. Auch nicht schlecht. Oh, da gibt's was. Bauen. Vogelscheuche. 1 von 3. Ja, moin. So, hier mehrere Vogelscheuchen. Aber auch ganz schön viele Strohbeine, also das hier zusammenzufinden. Könnte ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, obwohl doch nicht eigentlich. Ja? Hier ist eine Schubkarre wieder. Aber die ist schon blau, also die ist schon gefärbt. Da war jetzt keine Vogelscheuche drin. Gibt es noch was, so ein Radmuster dran? Sonst? Den Superstein. Hallo, du kannst doch da durch, Chase. Immer ganz ehrlich. Ach, hier ist noch eine Schubkarre. Ja, färbt sie doch. So. Hier kann man nochmal was gießen. Zwei Stellen. Ah, damit man da raufkommt wahrscheinlich. Zack. Zack. Mal von hier aus hier rein. Wie komme ich wieder raus? Ah, mit dem Trampolin. Obwohl er da eigentlich ganz easy durch könnte. Aber, naja. Logik von Videospielen. Man kennt es, man liebt es. So. Drei Vogelscheuchen noch und eine Schubkarre. Nix. Ach, hier ist ein Strohbein. Ach, wahrscheinlich kriegen wir daraus noch die zweite Vogelscheuche. Müssen wir uns merken. Dann hier wahrscheinlich nochmal eine Vogelscheuche. Oder? Ja doch. Dann erstmal hier. Zack. Aber mir fehlt noch eine dritte Schubkarre. Möchte ich erstmal vorher haben, bevor ich die Farbe wechsle. Sonst muss ich später nochmal herkommen mit einer. Ja. Erstmal mit einer gelben Farbe hierher kommen und dann nochmal mit der blauen. Das will ich jetzt eher vermeiden. Daher, wo ist die dritte Schubkarre? Und wo muss die ja sein? Obwohl wir eigentlich schon alles so abgesucht haben. Soll ich erstmal mit der gelben Farbe kommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie. Nee. Da ist nochmal ein Strohballen. Ja. Zwei? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist da nochmal ein Strohballen? Ja gut, nehmen wir erstmal eine andere Farbe. Waren die Farbe nochmal? Hier um die Ecke, richtig? Nehmen wir erstmal hier die gelbe Farbe. Immerhin, jetzt gibt es hier zweimal blaue Farbe. Wenn ich jetzt die Schubkarre auf Anhieb finde, ey, dann weiß ich auch nicht. Hinter, aber da wird nicht. Ah, 1 von 3, okay, kann man das dann auch zerstören? Ja, kann man. Letzte Vogelscheuche brauchen wir noch. Dann gehen wir da auch zu unserem Ziel hin und suchen das nächste Schwein. Gibt's aber auch noch mal ein paar Strohballen. Habe ich vorhin gleich gesehen. Oh, da gibt es. Warte, wo war denn jetzt eigentlich der Strohbein, der noch nicht gefärbt war? Ist auch hier irgendwo gewesen sein. Und, ach, da hinten.
Da war er. Zack. Na, dann nimm. Nein. Ach, komm jetzt hier. Zack. Was, da gibt's nicht die Vogelscheuche raus? Das ist ja unfair. Na gut, dann kann ich jetzt auch nicht ändern. Dann gibt's irgendwo noch einen dritten Strohballen. Aber kümmern wir uns erstmal hier rum. Aber wir kriegen immer mehr Verwandlungen. Jetzt ist es schon ein bisschen verwirrender. Den ganzen Verwandlungen halt. Oh, ich muss hier Signal finden. Ich hab das scheiß Gamepad hier am Ladekabel. Daher kann ich mich hier eher weniger drehen, aber. Aber bin ich sowieso verwirrt. Ach hier. Welche Richtung schaue ich? Ah, na links. Wo? Da hinten. Waren wir da nicht schon? Ja, da stift etwas. Ah, aber das Schwein war noch nicht da. Das hätte ich gesehen. So, zumal ich mich ja gut hier umgeschaut habe. Na egal. So, wo wird hier etwas versteckt sein? Sehe jetzt noch keinen Ort. Ach hier. Einfach so random, okay. Was passiert hier? Ja moin. Wasser. Dann ist es wach und wir können damit reiten. Oh, damit sind wir auch ein bisschen schneller. Das finde ich gut. Dann könnten wir theoretisch nochmal nach der dritten Vogelscheuche suchen, nach der dritten Schubkarre und nach dem dritten Strohballen. Also von allem haben wir bisher eins zu wenig. Das ist so toll. Nicht. Ey, kann auch alles zerstören. Wunderbar. So, wo kann er was sein? Da hinten natürlich. Da waren wir noch gar nicht. Bei den Kühen zum Beispiel. Oder hier? Nee, hier ist nix. Da hinten, da sind noch Strohballen. Aber das Schwein kommt da nicht rüber. Ich bleib erstmal auf dem Schwein, weil... Da sind wir schön schnell. Nee, da gibt's auch nichts. Wir kriegen die ganzen Steine dafür. Finde ich auch geil. Keine Schubkarre, kein Strohballen, nix. Warte, warte, fallert. Ja, aber schon eine gefärbte Schubkarre. Das will ich in diesem Part jetzt hier noch schaffen. Diese drei Quests sozusagen. Und was schneide ich das? Bisher brauchte ich noch gar nicht schneiden in diesem Part. Sollte eigentlich auch so beibehalten werden. Aber ich bin die Arbeit. Sie sehen. Aber ja, für euch mache ich doch gerne die Arbeit. Das muss hier irgendwie sein. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass das alles hier war. Weil ich mich an diese Aufgabe auch wirklich erinnern konnte. Gut, das mit der Schubkarre muss ich jetzt nicht unbedingt diesen Partner schaffen, aber das andere beide wäre schon ganz gut. Weil was so einfach ist. Ah ne, hier ist nichts mehr. Bin ich einfach nur blind? Gut, ich bin ganz schön dolle müde. Aber bei mir fangen jetzt die Ferien an und daher ist das nun halb so wild, dass ich müde bin. Bin sprachlos. Bin es nicht. Wisst ihr was? Weil ich das Schneiden liebe, schneide ich jetzt einfach mal. Und suche die letzten Dinge raus. Schau hier ein bisschen. Ach! Wartet mal. Vielleicht brauche ich doch nicht schneiden. Warte, warte. Schneller. 3 von 3? Ja. Da haben wir ja schon mal jemanden gefunden. Gibt es hier auch die Vogelscheuche direkt?
Ah, wäre einfach nur zu schön gewesen. Wenigstens kann ich jetzt mal die Farbe wechseln. Oh, hier gibt's noch... Ja, moin. Ist noch was für einen Astronauten. Dann können wir uns gleich auch drum kümmern. Ich will ja erstmal das Schwein wegbringen. Erstmal das Schwein wegbringen. Zack. Gut gemacht. Ein Schwein fehlt noch, darum werden wir uns im nächsten Part dann kümmern. Verrücktes Schwein. So. Ey! Oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist darauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Okay, gut. So, ich habe jetzt direkt mal zur blauen Farbe gewechselt. Falls ich die Schubkarre jetzt noch finde. Wir wollten erstmal hier hin. Aber wie soll ich da hochkommen? Die Ecke springen? Ja. Okay, wohin führt mich das? Immerhin hier hoch. Das ist ja Betrug hier. Hier habe ich eine schöne Aussicht. Ein Strohballen mit einer Vogelscheuche brauche ich noch und ja. Das ist hier Betrug. Schubkarre, aber beides finde ich nicht. Na gut, ich mache jetzt doch mal einen Cut. So, aber die Münze muss ich hier schon mal einsammeln. Stinker Fletcher? Okay. Ja moin, hier sind ja noch zwei. Ah! Hier an der Straße, wie konnte ich denn das übersehen? Dann bauen wir das ganz schnell zusammen. 3 von 3. Aber wie konnte ich das übersehen? Ihr habt euch bestimmt schon die ganze Zeit gedacht, ey, das ist doch da! Mach die Augen auf! Bist du etwa blind? Aber, ja, anscheinend bin ich blind. So, wo haben die mir das jetzt hingetan? Da hinten beim Bau. Ne, Moment mal. Wo war das jetzt? Ah. Da ist es. Gut. Jetzt suche ich nur noch die Schubkarre. Ja moin, so einfach kriegt man hier den Superstein. Wenn man einfach mal mit dem Pferd kommt. So, hier kann man ein Blumenbeet gießen. Das war noch die Fähigkeit, die mir dann nicht eingefallen ist. Aber es ist so eine Mission, die man generell in Lego City machen kann, wenn ich mich recht erinnere. Oder? Ja, genau. Blumentöpfe gegossen. So, meine lieben Freunde. Ja, ich habe hier alles abgesucht, sie nicht gefunden. Letztendlich habe ich im Internet nachgeschaut. Und sie soll bei der Burg sein, wo wir jetzt hin sollen. Ja, kein Wunder, dass ich sie nicht finde oder wir sie nicht finden. Die anderen beiden Dinge haben wir. Daher geht es dann auch im nächsten Part hier dann weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.